Hallo Kinder und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sesamstraße. Wie immer zusammen mit dem Krümelmonster Carsten. Hallo. Hallo Kinder. Nein, Quatsch. Ihr seht ja, wir befinden uns hier bei Schwarzlichtvergeltung. Ja. Carsten hat sich gerade frischen Bier aufgemacht. Wir sind bereit zu spielen. Ich Hat man das habe, gehört? ja, deutlich. Es hat gezischt. Ja, so ein 0,5er Bier. Ja, okay, ich bin ja nicht so der Bierfan. Aber Durst hätte ich jetzt schon. Lass uns nicht drüber reden, ich muss jetzt auch ohne Bier auskommen. Ja, wir sind zusammen in einem Trupp und wir werden jetzt die Party rocken. Ich habe mir einen Rotpunktwese gekauft und der Carsten, glaube ich, auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil ohne ist echt besser arm dran als. Nee, hier, komm, wir spielen. Besser arm dran als Ich habe mich hart. verhaspelt. Das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, ne? Das war ein Scheißspruch. So, kommst du mit? Oh, ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt Herrschaft oder Anis Domination, ne? Oh. Ich glaube, das ist gar nicht Herrschaft. Das ist gar nicht Team Deathmatch, was wir gerade spielen, das ist. Alter Schwede. Oh fuck, da war einer unsichtbar. Oh. Überlebenschance ist gleich null, Digga. Junge. Ich stelle gerade fest, das ist eine ziemlich abgebrühte Runde hier. Headshot. Hätte ja klappen können. Hätte, wenn ich würde. Oh, Hätte ach du Fahrradkette, Scheiße. Junge, hier geht die Party aber richtig ab, ne? Tolle Runde habe ich mir da ausgesucht. Ach du Scheiße. ja, das denke ich mir auch. Oh. Oh, da ist jemand unsichtbar. Was? Ja, das war eine kurze Runde. Ich glaube, wir gehen auch wieder raus, oder? Das war ziemlich Oh, wir übel. sind sogar im selben Team, sind wir. Oh ja, sollen wir drin bleiben oder sollen wir. Bleiben wir mal drin. Okay, gut. Dann. Aber Scheiße, das. was wir dafür drin lassen. Alter Schwede. Unser Team hat aber ganz schön gelost. 148 zu 750? Wollte Oder ich mir mit was deinem war Gegner das? sehen. Ja, es war nicht. Ich will wechseln. Wie kann man. Ganz ehrlich, Leute, ich will das echt. Wie zum Teufel kann man die Seiten wechseln, ne? Das muss doch hier irgendwo stehen. Flüstern Team global, das ist der Chat. Mission, das ist die Mission. Oh, sie gehen aber alle raus. Wir können aber noch drin bleiben, mir ist egal. Ja, bleiben wir mal drin. 25, 24 Sekunden. Chat ausblenden. Zehn Sekunden. Ich blicke hier echt nicht durch, wenn man das Team wechseln kann. Also, nee, ich hab's. Kein Plan. Das Spiel wird gleich fortgesetzt. Spiel beginnt. Runde wird vorbereitet. Oh ja, du bist immer noch ein Gegner. Ah ne, wir sind in einem Team. Yay. Dorf. Stehst vor mir. Laufen wir. Was ist denn das jetzt überhaupt hier? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da links. Oh, what the fuck. Ich bin Kommst du hinter mit? dir. Hinter dir. Hinter dir. Checkst du durch zwischendurch mal kurz die Umgebung mit deinem Visier? Ja, klar. Linker Raum. Hassen? Hab ihn nicht. Oh, Sprengfalle. Shit. Pass auf, der lebt noch, der hat sich neue Gesundheit geholt, der ist jetzt hinter Hab dir. ihn. Ne, da kommt einer, da! Ah. Oh, fuck. Wie, Round Lost. Was ist das denn? Ach, ich glaube, wer als letztes. Ah!
welches Team am längsten überlebt. Ah, okay. Okay, wir laufen jetzt auf jeden Fall zusammen rum, würde ich sagen. Okay, okay, alles klar. Okay, Leute, das kenne ich ja noch gar nicht. Nee, das kenne ich auch noch nicht. So, da bist du. Ich bin hinter dir. Okay. Oh, den hat's erwischt. Pass auf, die kommen gleich durch die Tür durch. Ja, ich seh's. Pass auf, der komm zurück, der steht genau in dem Türrahmen. Oh, da ist er! Shit. Oh, oh nein, der hat mich. Na, ich bin auch tot, scheiße. Ich bin schon tot. Ah, kack. Ach, oh, fuck, Kacke, das Mann. Gibt's doch nicht. Wie sie uns vernichten. Aber das ist immer interessant. Von, ja, das ist auf jeden Fall lustig, vor allen Dingen können wir jetzt mal ein bisschen taktisch spielen. Oh, Entschuldigung. Bleib hinter dir. Oh, pass auf, Granate. Zurück. Gleiche Taktik wie eben. Da ist einer. Pass auf, in Deckung. Ja, ich pass auf. Der steht da noch, da sind zwei jetzt. Ja, einer hat fast kein Leben mehr. Ah, jetzt setzt sich sein Leben wieder auf. Ja, Leute, wir sind auch nur noch zu viert, ne? 4 gegen 6 ist ein bisschen unfair. Ja. Oh, Headshot. Ja, er ist tot. Oh nein, von hinten. Ich werd bekloppt. Okay. Aber jetzt sind die Teams auch wieder ausgeglichen, einigermaßen. Ah, übel, Aber ist mal was anderes. Jo, wo bist du? In der Rehe. Ich hab mich aus den Augen verloren gehabt. Okay, da kommt schon der Erste. Ja, ich seh's. Soll er sich mal opfern hier, der an der Tür steht? Jo, da hat er sich geopfert. Hältst du unseren Rücken im Auge? Jo. Oh, ich werd beschädigt. Ich bleib hier. Wir bleiben einfach hier stehen. Du hältst den Gang da bei dir unter Schacht und ich halt hier hinter dir die Gänge. Hinter uns. Bei mir. Ist einer. Okay, entfernt sich. Bombe platziert? Ist das Counter-Strike hier oder was? Keine Ahnung. Pass auf, hinter uns. Scheiße, er hat mich. Ich hab ihn auch. Gut. Ich bin der einzige Überlebende noch aus unserem Team. Zwei hast du noch. Ich krieg's hin. Nee, die Runde ist gleich vorbei. Bluescreen! Wieso habe ich jetzt verloren? Weil die nur checken das Prinzip jetzt noch nicht so ganz. Na, ich glaube, weil sie die Bombe platziert haben. Ja, aber wie kann man Bomben platzieren? Gute Frage. Ah, da unten sind A und B, siehst du? Vielleicht müssen wir jetzt einfach. Ah, okay. Also, ich glaube, sagen wir laufen zu B. Die Frage ist, wie kommen wir zu B? Bin hinter dir. Auch ein Gegner. Hinter uns. Zwei Gegner. Ja, ich bin tot. Fuck, ich auch. Ah, guck mal, wir sind schon alle tot. Alle bis auf einer sind tot. Die können sich irgendwie von dem V-Schild, von dem Scanner da verbergen, ne? Das ist ja richtig assi. Okay, ich würde sagen, wir haben gleich. Team wird gewechselt. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite.
Was hat denn da für einen komischen Radius auf dem Boden? Ist das irgendwie ein Schutzschild oder so? Keine Ahnung. Wo bist du? Oh, Granate, Granate. Noch besser, ne? Hab ich. Gut. Granate, Granate. Oh, das ist so eine Bluescreen-Granate. Ich werd bekloppt. Einen hab ich. Gut. Den Hilmer noch hinter dir. Ich sehe keinen mehr auf dem Schirm. Nee, auf dem Radar. Guck mal hier, A ist aktiv. Ich mach mal hier. Ja. Wie kann man das deaktivieren? Kann man da überhaupt irgendwas machen? Nee. Oh, oh, hier explodiert irgendwas. Oh, what the fuck. Ja, ich merk's. Wir haben irgendwelche Störsender. Hinten da beim B ist einer. Lass uns mal zum B laufen. Jo. Bin hinter dir. Ah, hier sind Bomben, Mann. Oh, oh, da kommt einer. Oh, da bei mir, bei mir. Da ist einer. Der ist über uns. Was? Wir haben gewonnen. Ah, meine Fresse. Oh, wir waren noch zu dritt. Ah, Schwein gehabt. Das ist übel. Also das Spielprinzip, das müssen wir jetzt erstmal richtig blicken. Du hast die Bombe. Ich hab die Bombe. Ich muss die Bombe jetzt legen. Okay. Ich bin einer hat die Bombe und droppt die, weißt du? Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Da kommen schon die ersten. Ja, ich seh's. Oh, ich bin tot. Was? Wie geht das denn? Ich bin auch tot. Scheiße. Das gibt's nicht. Schaut mir nur durch was. Ich glaube, ich hab's gerade voll vermasselt, weil die Bombe liegt jetzt mitten bei denen drin. Das ist jetzt echt dumm gelaufen. Oh, wo aus Leben noch zwei. Es ist nur noch einer aus unserem Team dabei. Oh, scheiße. Und drei Gegner leben noch. Ah, das wird richtig übel. Jo, tot. Schade. 1:6 auch nicht schlecht. Ja, übel. Ja, ja. Ja, natürlich. Scheiße. Kacke, Alter. Okay, gut, aber irgendwie finde ich das cool. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt ein bisschen blöd, dass man so lange warten muss, bis man respawnt, wenn man tot ist, aber das hat man halt selber verdient, wenn man stirbt. Ist mal was anderes. Schon cool auf jeden Fall. Ist das jetzt ständig hier? Pause King of the Hill? Ne, wo ist denn, steht denn hier der Spielmodus? Capture the Flag ist das jetzt. Der nächste Spielmodus auf Metro. Okay. Als nächstes Capture the Flag. Haben wir schon Capture the Flag gespielt? Nicht, dass ich wüsste. Also wahrscheinlich einfach nur die Flagge vom Gegner nehmen und die zu sich in die Base bringen. Standard halt, ne? Ja. Dürfte sich ja nicht so viel im Spielprinzip tun. Oh, ich hasse das, in der Lobby zu warten, bis das Spiel losgeht. Ich will jetzt zocken. Sind nur noch 5 Sekunden. Ja, werde ich überleben. 1. Bitte warten. Okay. Wir sind in gegnerische Teams. Okay.
Oh, da hat er mich. Wieso kann ich verdammt nochmal? Ich konnte gerade nicht nachladen, das war richtig assi. Was? Gespawnt? Ey, es war ein Spawnkiller, ich sag's dir. Das ist assi. Die Map ist so winzig. Oh, okay, die Gegner sind aber auch ziemlich übel. Ja. Ach komm. Ich bin aber auch gerade erst gespawnt. Null zu drei, ich fass es nicht. Die Runde ist richtig übel, aber ich bin sowieso nicht so der Captain the Flag Typ. Obwohl ich die Flagge ein bisschen also bei Alter! Bei Halo war es geil. Ja, ich habe da einfach irgendwo nur 10 Deathmatch gespielt. Aber ich hatte immer voll der Sniper war. Ich war mehr so der grobere Typ. Ah, hier ist wieder jemand unsichtbar. Oh, wieder hinter mir. Ich fass es nicht, Mann. Nur nicht mal einen Kill. Scheiße! Da geht er down, da geht er down. Ich hab grad einen Grafikbug. Sieht ziemlich lustig aus. Oh, da kriegt er mich mit einer Granate. Ich werd irre. Oh, und schon wieder hinter mir. Wo kommen die alle her? Wollen die mich verarschen? Da bist du alle zu klein. Ja. Kannst du nicht mal richtig Luft holen? Nee. Mann, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Meine Fresse, ich krieg's nicht gebacken. 1 zu 8, ey. Willst du mich... Das ist echt nicht mein Spielmodi. Schon wieder nur Assist-Punkte. Schon wieder ein irgendein Gegner. Kill-Serie. Wuhu. Oh, ich seh dich, ich seh dich. Oh, ich seh dich. Wer hat wen? Irgendeiner aus seinem Team. Flagge habe ich noch nicht einmal gefunden. Oh, das gibt's doch nicht! Paar Kills gemacht. Wird aber auch Zeit und er hat fast kein Leben. Er hat fast nicht so eine Lacke. Was denn? Wenn du drei Leuten gegenüber stehst, dann ist deine Chance schlecht. Ja, bin ich auch gerade reingelaufen oder was? Ja.
Meine Chancen stehen sowieso schlecht. Oh, ein Schuss-Kill. Oh, what the fuck? War der so schlecht wieder? Nichts gebacken. Und er kriegt mich natürlich. Natürlich. Na klar. Meine Maus ist leer. Nein, 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 nein. Schnell Deckung. Krieg ich meine Maus noch gewechselt? Schnell Beinung, 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 Beinung. Boah, ja. Nein. Scheiße. Da haben sie mich. Oh, das war so knapp. Ich hätte die fast noch weggeholt. Boah, wie bitte? Was hat der denn für Reflexe? Unfassbar. Jo. Die mit ihren Special-Rüstungen und hast du nicht gesehen und Special-Waffen. Was? Wie bitte? Jetzt eine One-Shot-Waffe, ist unfassbar. Ganz ehrlich, ich fange langsam an, solche Pay-to-Win-Games zu hassen. Ah, oh, fuck! Ja. Das ist übel. Das macht doch auf Dauer. Das ist einfach so deprimierend, dass du nichts reißen kannst, weil du einfach nicht die krasse Waffe hast. Das kann nicht wahr sein! Ja, wird auch Zeit, dass er mal einen Headshot kassiert wieder du und so. Wollen nicht WoW spielen? Nee, danke, ich werde dir das wieder geben, mehr als. Unglaublich. Gewonnen. Guck dir doch mal die Rüstung an, sag mal. Ja, ja.
Aber bei euch im Team genauso diese Chaos- und Freak-Spoon-Wichser da. Wow. Die sind noch so auf den Keks gegangen. Was kommt jetzt als nächstes hier? Domination wieder, weil das haben wir nicht eben auch Domination gespielt? Ja, kann sein. Ja, sollen wir rausgehen oder nochmal eine Runde? Machen wir nochmal eine Runde. Alles klar, letzte Runde für heute. So, jetzt müssen wir nur das Prinzip schnallen, wie das funktioniert mit diesen komischen Bomben. Ich glaube, einer spawnt zufällig mit einer Bombe und muss sie zu diesen Plätzen bringen. Und wenn der das eine Team verteidigt die Dinger und das andere Team greift die an. Und das angreifende Team hat die Bombe. Und wenn der Typ mit der Bombe stirbt, dann droppt er die Bombe und dann muss ein anderer Teamkamerad die wieder einsammeln. Kam mir zumindest so vor. Ja, genau. Schon wieder das Level. Ich glaube, das ist hier. Oh, ich werde irre. Du lebst auch noch. Na klar. Hahaha. Schade. Genau, wo ich gespawnt bin. Ah. Was ist mit der. Was hat der für eine krasse Rüstung an? Unglaublich. Unglaublich. Oh. Mann, immer diese Sprengfallen. Das war zum Kotzen. Und er lebt immer noch. Unglaublich. Keine Chance. Ach, wie viele Granaten hat er denn? Ja. Ist klar. Nee, ich möchte wahrlich nicht sagen, dass ich in diesem Spiel gut bin. Was möchtest du gerne sagen? Dass ich in diesem Spiel nicht gut bin. Bin ich nicht. Bin ich nicht. Doch, ich habe aber schon richtig geile Runden mit dir gespielt. Ah. Alter, nicht normal. Schon wieder der. Ich glaube, du brauchst einfach. Ich werde dich jetzt jeden Tag dazu nötigen, dieses Spiel zu spielen. 4 Stunden lang. Und dann wirst du gut. Ob du willst oder nicht. Das kann nicht wahr sein! Diese scheiß fette Panzerung, wie soll man denn killen? Das ist doch Capture the Flag, ne? Kann das sein? Tut mir leid. Nicht einmal getroffen. Oh, Scheiße! Entschuldigung.
Kein Problem, würde ich überleben. Nee, eben nicht. Ich werde es nicht überleben. Ich hab's ja nicht überlebt. Fucking Granaten, Alter. Ich sag's dir. Hinder dich einfach mal ganz einfach am Laufen. Ich krieg hier nichts gebacken, das ist unfassbar. Hier auch nichts gebacken. Jo, ist richtig. Spawn kill. So muss das sein, so soll es bleiben. Und überall diese Sprengfallen. Du läufst 10 Meter und zack, bist du tot. Scheiß danach. Noch alles ein Geschütz. Das gibt's nicht. Tschuldigung. Danke. Ich habe in das Spiel noch nicht einmal eine Granate geworfen, ne? Ah doch, ich hab schon eine Granate geworfen. Oh. Das war mein erster Granatenkill. So, ja. Wie soll man denn da überhaupt was reizen? Das ist unmöglich. Meine Güte. Mann, oh, das ist schon wieder ein scheiß Geschütz. Weißt du, was er noch ist? Boah, du Alter! Bist du gekillt? Nee. Doch. Aber nicht von dir. Aber mit von dir. Ja, ist richtig!
Alter, was zur Hölle? Oh, Alter, ich rasse aus. Scheißgranate. Scheißgranatenwerfer. Scheißgranate alles. Yo. Ach du Scheiße. Mit einem Schuss. Ich will alles, ne? Das ist unfassbar. Unglaublich. Unfassbar, ne? Übel. Richtig übel. Das war es jetzt aber auch für mich für heute. Also Leute, ihr seht, paar Tage nicht gespielt und schon ist man einfach nur der Trottel von Pizza. Oder man joint einfach auf einen Server, der Leute beinhaltet, die unendlich viel Geld ausgeben für extra Gegenstände. Ah, diese Waffen, der eine wieder mich mit dem Revolver, ein Schuss vom Revolver, ich bin tot. So krank. Was soll ich denn dann da machen, bitte? Also ganz ehrlich... Das ist übel. Also, mein Fazit ist zu Blacklight. Blacklight ist wirklich gut. Blacklight sieht gut aus, hat ein geiles Spielprinzip, aber dieses Pay-to-Win gewinnt in vielen Matches Übermacht, finde ich. Ja, ich meine, ist ja klar, es ist ein kostenloses Spiel, die verdienen ihr Geld nur mit Pay-to-Win. Also, das ist einfach... Ja. Ja, aber es dieser Suchtfaktor noch besser, noch stärker zu werden. Ja. Und das sind die sich diesen Scheiß kaufen, die argumentieren dann, ja, könntet ihr ja auch machen. Aber es ist so, weiß ich nicht, so lächerlich, sich für Geld hochzuleveln. Aber ich meine, es gibt viele Pay-to-Win-Games. Und es gibt auch viele Games, die es wirklich geschafft haben, es auszugleichen, dieses zwischen wirklich so, Freispielen und Zahlen für Spielen. Ja. So dass jeder die gleichen Chancen hat. Nur ich glaube, bei Blacklight ist es ein wenig zur Überhand geworden, dass dieses Zahlen zur Gewinn führt. Ja, ich find's einfach nur mega krass, was hier für Kiddies rumlaufen mit gefärbte Waffe, dann irgendwelche komischen Aufsätzen, Animationen etc. Ja. Ah, krank, ja. Ich meine, okay, wenn man das monatelang suchtet und sich alles nur von Gamepoints zusammenkauft, kein Problem. Aber wenn ich dann irgendjemand dahinter ist und sagt, ach komm, jetzt investierst du einfach mal 50 Euro oder 100 Euro ja. Und rüste mein Spiel dann mal komplett aus, dann hat das nichts mehr mit Skill zu tun, dann ist das einfach nur noch overpowered durch die Gegend trotzen und ich kann da 5 Monate lang gucken, wo ich bleibe, bis ich endlich mal ein paar Gamepoints für eine vernünftige Waffe zusammengekratzt habe. Richtig. Naja. In der Zwischenzeit kriege ich halt einfach nur auf die Fresse. Ich meine, womit spielen wir jetzt? Wir spielen gerade mal mit dem Standard-Ausrüstungsset plus einem Rotpunktvisier. Ja, das ist nichts. Und die anderen spielen ja mit irgendwelchen Hightech-Granaten und Ausrüstungsgegenständen, die irgendwie nochmal zusätzlich Leben geben und nochmal schneller machen und hast du nicht gesehen. Wie willst du denn da mithalten? Ja. Das ist das, was ich meine. Sind einfach overpowered und deswegen finde ich das nicht allzu gut und da sollte man vielleicht etwas beheben. Ja, schon. Ich meine, ab und zu haben wir ja Glück, dann landen wir auf Servern, wo nicht gerade die größten Noobs drauf sind. Ja, die größten Freaks, aber ja, kommt halt immer ganz drauf an, wie wir Glück haben.
Naja, ich kann es trotzdem im Endeffekt weiterempfehlen, das Spiel. Es macht hammer viel Spaß, wenn man sich erstmal eingespielt hat. Wenn man die Frust so runtergeschluckt hat, dann ist es richtig geil. Auf jeden Fall. Und von der Grafik her auf jeden Fall top für ein kostenloses Spiel. Fällt mir gerade auch kein Vergleich ein. So, Leute, dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Sterben und Sterben lassen. Und ja, wir verabschieden uns. Haben wir eigentlich noch andere Let's Play-Projekte in nächster Zeit? Wird man sehen, ne? Es kommt darauf an, wie wir in DCS The World abschneiden werden. Ob wir da noch ein bisschen dazulernen werden. Ja, stimmt. Also wir haben ein paar Projekte, die wir anfangen wollen oder werden. Mal gucken, wie sich das ergibt. Und ja, einfach abonnieren, dann werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, was sich alles so hinzufügt. Und was alles Neues kommt. Und ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Nächstes Mal. Tschüss. Tschüssi.